Gabriel, wie wird sich der Zuzug ins Berliner Umland in den kommenden Jahren entwickeln? Wir gehen stark davon aus, dass der Zuzug in Berliner Umland noch drastisch zunehmen wird, aufgrund dessen, dass wir einen extrem hohen Nachfrageüberhang haben innerhalb von Berlin, aber auch gleichzeitig in Brandenburg. Laut unseren aktuellen Analysen fehlen, wenn man nur den Nachfrageüberhang sich anschaut, nur in Brandenburg mehr als 8.000 Wohnungen, zusätzlich zu denen, die aktuell in der Planung sind oder bis demnächst auf den Markt kommen. Und deswegen gehen wir stark davon aus, dass dieser jetzige Moment sich so auch fortbewegen wird, wie wir den auch aktuell wahrnehmen. Okay, jetzt gibt es ja so ein Gefälle zwischen Stadt und Land. Wie wird das sich dann in den nächsten Jahren weiterentwickeln? Also ich gehe stark davon aus, oder wir gehen stark davon aus in unseren Analysen, dass wir das gleiche Phänomen erleben werden in Berlin wie damals in London oder Paris, dass sozusagen dass die Metropole, also der Speckgürtel um die Metropole herum, immer näher zur Stadt wachsen wird. Aufgrund dessen, dass, wie vorhin erwähnt, dass wir einfach einen extrem großen Nachfrageüberhang haben und gearbeitet wird trotzdem in der Stadt und nicht im Berliner Umfeld. Und wir gehen stark davon aus, dass sozusagen die Mieten dort sich genauso entwickeln werden wie halt gerade in Berlin. Okay, gut. Und ja, wie weit wird denn der Speckgürtel noch rausgehen? Ich meine, irgendwo muss ja auch eine Grenze sein. Wo ist die Grenze? Das ist immer die Frage, wie man den Speckgürtel natürlich immer definiert. Man hat eine Speckgürtel ist ja quasi die Wirtschaftsanziehungskraft der jeweiligen Metropole. Die ist immer sehr dynamisch, abhängig davon, wo sich natürlich Unternehmen ansiedeln, wie sich sozusagen auch der Zyklus von Pendlern sich entwickelt. Wir gehen davon aus, dass sozusagen alles um die A10 herum, nördlich und auch südlich der A10 und westlich und östlich, sich weiter ausbreiten wird, der Speckgürtel. Aber auch gleichzeitig kann man heutzutage Brandenburg an der Havel oder auch Standorte wie Frankfurt an der Oder als Speckgürtel heutzutage bezeichnen, weil das Pendeln zu naheliegenden Industriegebieten wie Tesla ist von Frankfurt an der Oder gar nicht so weit entfernt. Und Grünheide ist halt ein Bestandteil des Berliner Speckgürtels. Dementsprechend, wenn wir Berlin und Brandenburg als große Speckgürtel schon betrachten können. Okay, super. Und ihr guckt ja sehr in die Daten. Ja? Wie lassen sich da die Potenziale von einzelnen Umlandgemeinden analysieren? Also wichtig zu verstehen ist, wohin geht der soziodemografische Wachstum. Oftmals ist es so, dass wenn man sich halt das Umfeld von Berlin am Markt anschaut, also quasi den Speckgürtel, merken wir, dass wenige Haushalte weniger als 20% der Wohnungskostenbelastung zahlen. Und dementsprechend ist da ein extrem hohes Potenzial nach oben. Ich gehe stark davon aus, dass sozusagen halt diese Standorte interessant in der Investitionsentscheidung sind, weil halt dort die Kaufkraft noch nicht ausgereizt ist. Und auf der anderen Seite muss man natürlich immer schauen, wo sind aktuelle Mietergesuche, also wo sieht sich die nächste Industrie an, wohin ziehen sich Bürostandorte an, siedeln sich eventuell Bürostandorte in Berlin in die B- und C-Lagen von Berlin um, halt um für die Belegschaft eine bessere Erreichbarkeit zu haben. Dementsprechend werden dann Standorte in Brandenburg interessant. Kannst du vielleicht einfach noch mal ein, zwei Beispiele sagen für so Umlandgemeinden mit Potenzial? Beispiel in der Zukunft? Oder aktuell? Also Also aktuelle Beispiele sind weiterhin die ganzen Süd-Süd-Bereiche von Berlin, da wo wir in Berlin sowieso immer eine hohe Kaufkraft hatten, also sprich irgendwie im Südosten und im Südwesten von Berlin werden attraktive Standorte sich entwickeln. Gleichzeitig haben wir unsere Zukunftsstandorte, die sich in Berlin entwickeln. Also sprich zum Beispiel der ehemalige Tegel Flughafen entwickelt sich zu einem neuen Büro- und Community Hub, der für neue Technologie geöffnet wird. Und dementsprechend glauben wir auch, dass der Speckgürtel im Norden sich davon halt auch profitieren wird. Okay, super. Vielen Dank. Super, danke.